Willkommen zurück bei Planetcrafter. Ich wollte gerade sagen, Timmerborn. Planetcrafter, die Demo. Auf jeden Fall bauen wir jetzt noch welche davon. Ich glaube, ich hätte den drehen können, ne? Aber hier von der Seite sieht man es richtig. Auf jeden Fall ist der bei Wachstums 45%. Ich hoffe, der ist rechtzeitig fertig, sonst verhungern wir. Wir haben nichts anderes mehr zu essen. So, wir werden jetzt auf jeden Fall zwei Stück davon bauen. So viel steht fest. Wir nehmen die zwei Aluminium mit. Ah, Strom sollte gerade ebenso reichen. Das heißt, wir brauchen noch zwei Eisen und zwei Wasserflaschen. Die haben wir, ne? Jo. Gut, zwei Eisen. Die müssen wir schnell holen. Ich hoffe, das Ganze wird fertig, bevor wir verhungern. Und damit wir in Zukunft nicht wieder die Probleme kriegen, deswegen auch drei Stück. Mehr gehen aktuell dort nicht. Eusen, Popeisen. Das ist... Obwohl, Silizium kann ich auch mitnehmen, aber ich wollte Eisen haben. Silizium haben wir ja jetzt auch nicht mehr so viel. So, Eisen. Der Himmel wird aber blauer, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Da ist Eisen. Das ist Eisen. Das ist nochmal Silizium. Gut, aber mehr als zwei Eisen brauche ich auch nicht, oder? Nein. Gut, den mal schnell zurückjumpen. So viel Zeit muss sein. Aber hin muss ich dahin trotzdem nochmal. Die goldene Kiste. Yo. Nahrungsniveau niedrig. Ich weiß. Was soll ich denn machen? Ich hab nichts mehr. Ich hab keine Nahrung mehr. Ich hoffe ja, dass das Ding schnell genug gewachsen ist. Oh Mann. Erstmal schnell nach Hause. Zumindest werde ich nicht verdursten. Ich habe noch Eis, oder? Ich hoffe es. Dann müsste ich mir noch eine Wasserflasche fertig machen. Jo. So, schnell eine Wasserflasche. Zack. So, dann kann ich zumindest auch ein Wasser trinken. Wunderbar. Und wir können definitiv zwei hiervon bauen. Dann werde ich das so machen. Hier kommt noch einer hin. Aber diesmal mal drehen. Na toll, hier steht der wieder so bescheuert. Ah, das irritiert aber auch, ne? Das irritiert aber auch. Ich will die ordentlich stehen haben. Warte mal. Einmal hier. So ist richtig. So eher. Jo, schon viel, viel besser. Schon viel, viel besser. So, und hier, naja, wo stelle ich den anderen hin? Na gut, die stelle ich wohl hier vor. Ich meine, wir brauchen auch noch Platz für Heizung. Uns geht der Platz hier langsam zur Neige. So, den müsste ich auf jeden Fall drehen. So rum. Ja gut, steht jetzt nicht ganz gerade, nicht so schlimm. Nicht so schlimm, wir sind gleich verhungert. Deren, so. Der eine kommt hierin. Wunderbar, und der kommt darin. So, die brauchen eine Weile zum Wachsen, ne? Wachstum 30%, Wahrscheinlichkeit Samen zurückzubekommen 100%. Und bei dem da Wachstum 31%, auch 100%. So, der, da ist ja schon eine riesen Aubergine drin. Wachstum 57%, Alter, wachsen die Dinger langsam. Bis da habe ich verhungert. Bis dahin bin ich eiskalt verhungert. So, auf jeden Fall muss erstmal das Silizium weg. Nein, weg nicht. So, genau. So, Sauerstoffflaschen habe ich noch. Und ich muss mal kurz ein bisschen Wasser machen. Zumindest so 3 bis 4 Stück. So viel Zeit muss sein. So, habe ich zumindest was zu trinken. Das Ding wird nie im Leben rechtzeitig fertig. 60%? Meh. Und strommäßig haben wir, glaube ich, auch nicht mehr viel, ne? 1,3. Reicht aber gerade eben so. Sehr schön. Sehr schön. Das lüftet ja alles. Ich meine, wir sind schon ziemlich hoch. War da hinten noch ein Essen drin? Ich glaube nicht, ne? Bin mir da nicht so sicher. Aber ich gehe jetzt trotzdem nochmal zur goldenen Kiste. Ich probiere es einfach nochmal. Hoffentlich ist da noch was zu essen drin. Die Dinger werden nicht rechtzeitig fertig. Ich bin nur froh, dass ich drei gebaut habe.
Da bin ich jetzt gerade richtig froh drüber. Das ist aber auch ein Marsch hier immer, ne? Mal gucken, ob es später im Hauptspiel noch eine Möglichkeit gibt, irgendwie Felsen wegzusprengen oder so. Es füllt sich auch ein Teil des Planeten noch mit Wasser. Ich weiß, wo es heute nicht wäre. Aber bevor ich heraufkletter, immer ganz geschwind doch gleich in unsere B-Säulen Sauerstoff tanken. So viel Zeit muss sein. Aber bis auf die goldene Kiste habe ich jetzt aber auch schon länger keine Kisten mehr gesehen hier. Es gibt bestimmt mehr von diesen goldenen. Frage ist nur wo. Ja, ich weiß, Nahrungsniveau niedrig. Ich weiß. Ich weiß. Wir haben da zwar noch was drin, aber keine Nahrung mehr. Der Chrom, der da drin ist, den holen wir uns auch irgendwann nochmal. Aber jetzt erstmal die Kiste hier. Die hier irgendwo war. Da. So, goldene Statue. Iridiumstab, Uranstab, Uran selbst, Aluminium, Superlegierung, gut und Kobalt, ja. Gibt's was Besonderes, wenn man die goldenen Kisten auseinandernimmt? Aluminium und Superlegierung. Ja, dann lohnt sich das sogar, die auseinanderzunehmen. Aber leider nahrungstechnisch nix. Da sehe ich jetzt auch nichts weiter. Ma? Sehr, uns geht so langsam die Nahrung aus. Die Dinger müssen wachsen. Definitiv. Und zwar dringend. Schnell. Ist hier vielleicht irgendwas drin oder so? Nö, da komme ich nicht mal rein. Okay. Ist eine unsichtbare Eiferwand vor. Ist weit und breit nichts. Da kann ich ja gleich nochmal gucken. Weil da drin hatten wir auch keine Nahrung mehr, das weiß ich. So, was ist das hier? Irgendeine Höhle oder sowas? Da kommen wir nicht rein. Ich weiß nicht, was das ist. Wird vielleicht für später wichtig oder so. Also im Hauptspiel. Das haben wir da in dieser Iridiumhöhle auch schon mal gefunden, ne? Ach, guck mal, da vorne liegt auch noch so ein Raumschiffteil, oder nicht? Da wollen wir mal schnell hinschauen. Vielleicht finde ich da noch was. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Ich brauche Futter. Ganz dringend Futter. Oh, der Himmel wird aber wirklich Stück für Stück langsam blauer. Wir haben zwar immer noch Sauerstoffverlust. Ja, klar, gut, aber so schnell ist die Atmosphäre halt auch nicht aufgebaut. Oh Mann, hoffentlich verhungere ich hier nicht. Okay, okay. Hier sind Sandstürme. Also ich glaube, finden lässt sich hier noch so einiges. Das da vorne sieht auch noch so ziemlich unwirtschaftlich aus. Kann aber auch sein, dass hier in der Demo gewisse Gebiete halt gesperrt sind. Ne? Dass man halt erst nach und nach die Sauerstoff hier alles aufbauen muss und so. Oh Mann. Das mit den Essen geht nicht gut aus. Nein. Ich glaube, wir sind gerade verhungert. Jetzt lässt er mich wieder hier. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist doch nicht dein Ernst. Okay, 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 warte mal. Aber Nahrung ist nicht wirklich wieder aufgefüllt? Nur ein bisschen? Ich meine, das ist nicht weit weg von meiner Base. Geh einmal nach Hause, vielleicht ist inzwischen mal dieses Nahrungswachs-Dingsbums da fertig. Gucken will ich da auf jeden Fall. Erste Schritte. Ich weiß nicht, ob da hier auch das Ende der Demo ist, was ich mal vermute, bei 175.000 TI. Aber vielleicht geht's auch noch weiter. Höher geht das auch schon drastisch nach oben. Oh Mann, oh Mann. Auf jeden Fall sind wir eben nicht erstickt, sondern verhungert. Oh, das sieht schon nice aus, dass man selbst so von draußen, ne, da die Pflanzen so sieht.
Hat schon was. So, nee, Wachstum 81%. Da ist noch nichts gewachsen. Die brauchen echt übelst lange, ne? 55. 55. Jo, Nahrungsniveau niedrig. Es ist mir bewusst, es ist mir bewusst. Wir werden jetzt einfach mal, das war ja in diese Richtung, hier hinlatschen. Vielleicht finde ich da ja noch ein bisschen Weltraumnahrung oder so. Die Dinger brauchen noch eine Weile mit. Ich kann noch nichts dafür. Wenn wir bei 90 KTI sind wir schon. Entschuldigung. Es ist schon ein schönes Spiel. Ich glaube, ich hätte bloß von Anfang an ein bisschen mehr den Sauerstoff hochtreiben müssen. Aber so schnell ging das nun mal nicht. Um an diesen Nahrungszüchter zu kommen. Jetzt brauchen sie natürlich ewig, ne? Da ist es. Sehr schön. Ich hoffe doch noch ein bisschen Nahrung zu finden. Das wäre sehr, sehr schön. Mal Wasser haben wir dabei. Sauerstoff haben wir notfalls auch dabei. Nur Nahrung ist heute ein Problem. Hoch am Arsch der Welt da, du. Okay, da liegen Trümmerteile oder so, die man auch entfernen kann, wie es aussieht. Oder die liegen da, damit man oben rüberkommt. Das wäre auch möglich. Eins nach dem anderen. Komme ich hier überhaupt rein? Sieht danach aus? Ist ein Cockpit oder so? Ist das Cockpit, ne? Ja. Okay. Hier wird es dunkel. Wer war es an der Kiste? Ja, gleich futtern. So, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dorf nehmen wir mit. Iridium, Aluminium, das nehmen wir alles mit. Definitiv. Halt, die Kiste werden wir auch zerlegen. Jo, Sauerstoff komplett vergessen. Hier, trinken kannst auch gleich mal was. Wunderbar. Kann ich hier noch irgendwas auseinanderknüppeln, damit ich da durchkomme? Jo. Wunderbar. Da ist mir auch noch eine Kiste. Gut, Stoff. Ja gut, den Eisen kann ich notfalls auch wieder rauspacken. Aber die Kiste wird erstmal zerlegt. Oh, hier liegen ansonsten nur Stühle und sowas, ne? Gut, da geht's noch rein. Ja, hier ist auch mehr, wie es aussieht. Ja. Aber ich bin auch voll, ne? Ja, gut. Wiegetube 3. Alles klar. Dafür brauchen wir halt Materialien. Ich weiß, ich könnte den hier zerlegen. Ich würde sagen, das ist ja nicht weit weg von unserer Base. Hier gucken wir es später nochmal. Aber wir sind voll, das bringt ja so nichts. Ich muss hier bloß erstmal wieder rauskommen. Ich hänge hier aber auch überall fest. So. Funzellicht aus. Erstmal schnell nach Hause. Ich hoffe, ich laufe jetzt in die richtige Richtung. Ich bin mir da nicht so sicher. Ne, ich glaube eher in diese Richtung müssen wir. Boah, das sieht auch aus wie so große Eissäulen oder sowas, ne? Glaube ja. Stoff. Ich muss gleich mal was gut geht. Wir müssen noch mittlerweile den wir am Anfang schon bauen wollen, unseren Bürostuhl bauen können, oder nicht? Da bin ich mir sicher. Und bei den Eisdingern will ich auch nochmal gucken. Ich bin mir sicher, dass da noch was ist. Jo. Und da waren ja auch noch Berge mit Trümmern, ne? Da ist bestimmt auch noch was. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ich will jetzt aber auch nicht über so eine Sauerstoffbase hinzimmern. Gut. Auf jeden Fall haben wir noch eine Pflanze gefunden, bevor ich aber irgendwas Neues baue. Wir können ja mittlerweile auch die Dreier bauen, ne? Ich weiß bloß nicht, ob wir dafür alles haben. Eins nach dem anderen. Weil wir brauchen auch Strom, ne? Und Strom ist immer so eine Sache. Das kennen wir ja schon. So, eins nach dem anderen. Erstmal drin hier. Was sagt denn der gute Nahrungszüchter? Wachstum 100%? Mann, was für eine riesen Aubergine. Okay, muss ich gleich mal gucken. Ich muss einmal kurz erstmal entleeren. Stoff weg. So. Eisen weg. Zack. Kobalt und Iridium kann ich noch wegpacken. Iridium. Zack. Und Kobalt halt. So.
Wo hatte ich? Ich glaube, hier mit drin, ne? Der kriegt noch definitiv eine eigene Kiste. So, hier packe ich erstmal das Aluminium mit rein. Und den auch erstmal. Und den, naja, gut. Ja. Das wäre wohl eher was für Austin Powers. Lassen wir mal so stehen. Jetzt will ich erstmal hier gucken. So, der sagt 100%. Und wie kriege ich denn doch jetzt das Habi-Habi raus? Das sind doch nur die Samen. Aubergine? Ah. Einen Samen habe ich wieder gekriegt. Alles klar. Alles klar. Der kann nämlich gleich wieder wachsen. Ist der auch fertig? Nein, Wachstum 75%. Wachstum 75%. Und den kann man jetzt essen. Stellt deine Gesundheit wieder her. Restklick zum Konsumieren. Gesundheit wiederhergestellt 25. Ah, bringt jetzt auch nicht allzu viel, ne? Ne, bringt so minimal. Aber es ist besser als gar nichts. Davon brauche ich definitiv mehr. Und hoffentlich gibt es später auch noch besseres Essen. Aber eins nach dem anderen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Bürostuhl, den ich damals schon bauen wollte. So, ein Eisen, zwei Stoff. Das kriegen wir da hin. So, ein Eisen. Wunderbar. Den machen wir jetzt in schönen Bürostuhl. Oh, alle wurde ein bisschen schräg, als es aussieht, dass man hier gearbeitet hat und aufgestanden ist. So. Also sitzt aber scheiße. Na egal jetzt. So, Aluminium habe ich drei. Ich will mich mal was gut gehen. Und zwar, genau, Wiggy-Tube 3 können wir jetzt bauen. Das ist noch die verbesserte, ne? Sauerstoff 13. Und den wir haben, der macht 1,2. Das ist aber schon ein Unterschied, du. Gut, der kostet 7,25 Energie. Wir müssen sowieso erstmal um Strom kümmern, aber wir könnten ihn rein theoretisch bauen. So ist es nicht. Allerdings müssen wir erstmal darum kümmern. Dafür brauchen wir auch wieder ein Aluminium. Der bringt gerade mal 6,5. Das wird nicht ausreichen, ne? Nein. Das heißt, ich müsste davon schon... Oder der bringt... Der ist besser, ne? Ja. Wir bräuchten ein Eisen, ein Magnesium, ein Silizium, zwei Kobalt, ein Aluminium. Ich glaube, wir werden davon noch einbauen. Ein Aluminium. Denn war das definitiv... Hier steige ich mal ja gar nicht mehr durch, du. Zwei Kobalt und Eisen. So, ein Eisen. Ein Magnesium und Silizium. Ein Magnesium ist auch der letzte, den wir haben. Und ein Silizium. Und zwei Kobalt waren das, ne? Zack, zock. Jo. Jetzt zimmer ich den doch erstmal hin. Strom muss laufen. Wir haben zumindest schon mal ein Biesle essen. So. Das war der. Den stellen wir hier genau auf die Kante. Jo. Sehr schön. Also strommäßig sollte es jetzt eigentlich ohne größere Probleme hinhauen. Der Himmel wird deutlich blauer. Das finde ich nice. Das finde ich schön. Sauerstoff geht auch langsamer runter, habe ich einen Eindruck. Aber kann auch sein, dass ich mich täusche. So, auf jeden Fall bauen wir denn jetzt mal den, weil wir haben noch eine Pflanze. Rein theoretisch könnte ich davon mehrere bauen, wenn ich genug Aluminium hätte. Auf jeden Fall brauchen wir Magnesium. Definitiv. Das haben wir nicht mehr. Das ist Olli. Holen wir uns mal kurz ein bisschen Magnesium. Also kriegen wir schon hin. Bin nur froh, dass man die Samen wieder kriegt. Weil das wäre schon sonst übel. So. Das wäre sehr, sehr übel. Da nochmal. Aber man fühlt sich ja schon gleich viel wohler mit dem blauen Himmel, ne? Also wir nähern uns ja der Sache. So ist es nicht. Ich meine, das ist ja alles noch ein bisschen kahl und ein bisschen sandig. Aber das kommt schon mit der Zeit. Komm, da ist noch ein bisschen. So, eh nochmal. Haben wir jetzt aber auch erstmal wieder genug. Ja gut, so viel ist es jetzt nicht, aber hier steht ja auch nicht so viel.
So, die goldene Truhe hatten wir mitgenommen, aber wir hatten, glaube ich, innen drin da hinten noch was. So, das nehmen wir nochmal mit und das nochmal. Den müssen wir aber auch einmal kurz nach Hause, weil wir ersticken gleich. Das ist natürlich auch nicht so gut. Strom sollte erstmal reichen. Hoffe ich. Wir brauchen aber auch noch mehr Bohrer und Heizung. Yo, 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 ich weiß, ich weiß. Bin doch schon da. So. Den müssen wir jetzt auf jeden Fall. Strom hatten wir gebaut. Magnesium haben wir. Aluminium brauchen wir ein. Zack. Und wir brauchen ja selbstverständlich 2 Silizium. Okay, die müssen wir aber haben. Jo, die haben wir auch. So, wie groß ist das Ding denn überhaupt? Hier passt der gar nicht rein, ne? Okay. Das Ding ist zu groß. Passt der oben hin? Das bezweifle ich, dass ich den gar nicht reinkriege. Echt, der ist zu eng. Okay, muss der draußen hin? Man, möglich wär's, ne? Möglich wär's. Nur mal testen. Der muss draußen hin. Okay. Okay. Hier ist zu wenig Platz. Alles klar. Habe ich fast vermutet. Okay, warte mal. Bevor ich das hier so mache, robben wir Eisen einstecken. Wenn schon, würde ich es auf einer Plattform haben. Ich habe natürlich kein Eisen einstecken. Habe aber auch, glaube ich, kein Eisen mehr. Irgendwo ein Eisen. Ich brauche nur ein Eisen. Ich will nur eine Plattform bauen. Ein Eisen. Das Eisen? Jo. So, nicht unbedingt unsere Stromversorgung in die Quere kommen. Bisschen weiter nachher vielleicht. Nicht so dicht an die Base. Bisschen nachher. So. Na, den doch nicht. Den wollte ich. Ein bisschen weiter runter, klar. Ein bisschen drehen, wenn es geht. Kann ich nicht drehen? Jo, warte. Kriegst du schon was zu trinken, Mensch. Gut. Und jetzt den darauf. Die Dinger kannst du nicht auf Plattform setzen. Ne, die gehen nur so. Okay. Das ist gerade ein bisschen doof. Ich stelle mir die hier so hin. Hier ist Mist. Ich will die Beißer da hier ausbauen. Hier so. Hier kriegen wir eh nicht viel hin. Wieso so groß ist das Ding doch gar nicht? Wieso muss denn das Ding nach draußen? Oh, warte, 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 warte. Sauerstoff, 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 Sauerstoff. Gut. So, wir haben die Pflanze hier. Ich habe keine Ahnung, warum das Ding draußen stehen muss. Auf jeden Fall wächst die Pflanze da sehr, sehr schnell, wie man gerade so sieht. Da kann man ja schon quasi zugucken. Aber bringt sehr gut Sauerstoff. Ich habe keine Ahnung, warum das Ding draußen stehen muss. Da geht ja auch nicht auf eine Plattform. Wahrscheinlich, weil er das irgendwie in die Erde... Vielleicht sorgt das Ding nachher dafür, dass es hier grüner wird oder so. Möglich ist es, ne? Also der Himmel ist blau. Aber wir haben noch keinen Sauerstoff. Wir haben definitiv noch keinen Sauerstoff. Okay. Ich meine, wir sind bei 65,67%, also aktuelle Stufe unfruchtbar. Wahrscheinlich kann man hier später auch Felder machen und alles. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Packen wir erstmal das Silizium weg. Magnesium natürlich, nicht Silizium. So. Sehr schön. Wir haben gerade Nacht, wie es aussieht. Wie sieht es denn mit Strom aus? Ah, gut, Strom haben wir noch ein bisschen was über. Das ist das kleinste Problem. Hier, dort konnte er erstmal rennen. Das auch, das auch. Wir haben noch ein Dings was über, aber keinen Samen mehr, ne? Hey, Samen haben wir nicht mehr. Das Ding ist noch am Wachsen. 62%. Der ist fertig. Sehr schön. Hier, der kommt wieder rein. Und der ist auch fertig. Wunderbar. Den kommt der auch wieder rein. Könnt ihr mich gleich wieder nachwachsen.
Den habe ich für den Notfall noch ein bisschen essen. Das ist besser als nix. Sehr schön. So, wir mal kurz überlegen. Also Sauerstoff haben wir ja schon mal sehr, sehr hoch. 28,15, das läuft schon mal gut. Wärme ist ein bisschen wenig, aber am wenigsten ist der Luftdruck. Und Luftdruck kommt, glaube ich, durch die Bohrer, ne? Da sind die Bohrer. Luftdruck 0,2. Wärme 0,1. Luftdruck 1,5. Weil wir können ja auch schon den Dreierbohrer bauen, ne? Da bin ich ja überlegen. Das Problem ist, wir haben keine zwei Aluminium mehr, ne? Und der bringt sehr guten Luftdruck. Bringt aber auch, braucht aber auch sehr viel Strom. Zwei Aluminium haben wir nicht, ne? Nur ein. Ja, ja. Okay. Ich glaube, ich werde definitiv da hinten nochmal durchforschen müssen. In der Hoffnung, ein bisschen Aluminium zu finden. Allerdings brauche ich noch ein bisschen Sauerstoff und ein bisschen was zu trinken. Mal kurz was gucken. Kobalt haben wir noch, ne? Oh, ich bräuchte noch mindestens 6 Kobold. Die haben wir nicht, gut. Und Wasser? Das reicht auch nicht. Ich muss Kobalt und Eis holen. Dann nützt alles nichts. Kobalt und Eis. Aber das Zeug haben wir normalerweise in Massen. Oh, dieser blaue Himmel gefällt mir aber schon mal sehr, sehr gut. Wollen wir mal Kobalt? Das Eisen, das brauchen wir jetzt nicht. Das auch nicht. So, auf jeden Fall schon mal Eis. Donner. Wunderbar. Ich brauche mal auch. Du kommst mit. Du nicht. Du auf jeden Fall. Ah, irgendwie gefällt es mir, dass man hier so Stück für Stück den Planeten wieder herrichtet. Und ich glaube, das ganze Spiel ändert sich später auch, wenn man das erste Mal grün hat. Dann haben andere Prioritäten, worum man sich kümmern muss. So, du kommst auf jeden Fall mit. Du kommst mit. Aber ich glaube, Eis habe ich jetzt auch genug. Ah, ich brauche hauptsächlich Kobalt. Ein Eis nehme ich noch mit. Kobalt braucht man immer zwei, um Sauerstoff zu machen. So, so. Sehr schön. Der nochmal. Du nochmal. Du auch nochmal. Einer passt noch. Dann nehmen wir ihn hier mit. Und jetzt aber hurtig geschwind zurück, bevor wir hier ersticken. Wieso steht hier eine Kiste? Baust meine Base. Aha, aha, aha. Da muss ich gleich nochmal hin. Ich wusste nicht, dass hier eine Kiste steht. Jo, das schaffe ich doch nie im Leben. Nee. Gut, nehmen wir mal die letzte Sauerstoffflasche. Hauptsache, ich ersticke nicht. Okay, das mit der Kiste hier wusste ich nicht. Ist gar nicht weit weg von mir. Also quasi Richtung Norden, ne? Jo, hinter dem Felsen da. War jetzt kein Aluminium oder sowas drin, aber zumindest noch ein wertvoller Essensraum. Aber ich glaube, davon kann ich jetzt auch keinen zweiten bauen im Moment. Das ist... kein vierten. Stromtechnisch wird's schwierig. So, eins nach dem anderen. Ich mach mal kurz... Wasser brauche ich 3 Stück. 1, 2 und 3 nochmal. Boah, Sauerstoff brauche ich 3. Alles klar. 1, 2 und 3. So, den Rest packe ich erstmal weg an Eis und Kobold. Zack, zuck. Du hast da nochmal drin. Der nochmal und der nochmal. Kobalt kommt hier rein. Sehr schön. Da sehen wir. Was sagt denn hier Mon Habi Habi? Habi Habi ist bei 46%. Das auch. 78. Gut, fertig ist noch nichts. Aber erst muss ich trotzdem ein. Sehr schön. Da nützt alles nichts. Damit ich nicht verhungere. So, aber ansonsten hätten wir erstmal alles. Den müssen wir da drüben nochmal gucken, ob wir noch ein bisschen Aluminium so finden, damit wir hier weiterkommen. Aber mir gefällt dieser... Ach, guck mal hier. Schon wie an Hawaii hier, du. Strahlend blauer Himmel. Mit etwas Wüste. Okay. Das wiederum machen wir aber morgen. Also bevor ihr erstmal am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's hier weiter. Bye, bye.